Hallo Leute, ich melde mich aus dem Winterschlaf zurück. Ich habe ja vor ein paar Monaten ein Video gemacht, das ich wieder regelmäßig uploaden wollte. Daraus ist bis jetzt nichts geworden. ja. Aber jetzt bin ich wieder da und wir fangen mit Super Mario World an. Eigentlich wollte ich Immortals Fenyx Rising machen, aber nachdem ich die erste Folge aufgenommen hatte, ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht gefühlt. Weiß nicht, ich kann besser so Spiele spielen, also Let's Playen oder im Stream spielen, wo nicht so viel geredet wird. Weil sonst muss ich die ständig unterbrechen und so und ich will ja auch selber zuhören, was die sagen. Ne? Deswegen habe ich das sein gelassen. Dann hatte ich die erste Folge Mario World auch aufgenommen. Nur da hat mir die Technik wieder ein Bein gestellt und das Video hatte keinen Spielesound. Dann war ich demotiviert und hatte keine Lust mehr. Aber diesmal soll es wohl klappen. Und ja, jetzt habt ihr auch quasi ein Gesicht zum Namen oder auch nicht. So sehe ich natürlich nicht aus. Aber genug gequatscht. Fangen wir an. So. Ja, ich gehe also nicht mehr ganz blind rein. Ich habe hier schon ein bisschen vorgespielt, aber noch längst nicht alles. Aber wir fangen natürlich von vorne an. Muss ich das vorlesen? Naja. Prinzessin ist mal wieder entführt worden. Was ist neu? Ja, Yoshi ist nicht zu Hause. Der hat sich auf den Weg nach Bowser gemacht. So. Fangen wir mal hier an. Problem ist. Das Problem ist, ich bin auch so ein bisschen die Steuerung aus Mario Maker gewöhnt und die war hier ein bisschen anders. Gibt's doch wohl nicht. Ich glaube, das ist Rekord. So. Werde ich erstmal groß. Ja, genau. Hier dreht man, also hier diesen Spin Jump mit einem anderen Knopf als in Mario Maker. Das hat mich am Anfang ganz schön verwirrt. Kommen in dem Spiel eigentlich Goombas vor? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber wenn, dann eher selten, oder? So roten Bälle. Ach, kann sein, dass ich die mal gesehen habe, aber. Ja. Sehr ikonische Musik. Ups. Ja, so, dann so. Ha, hops genommen. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich pack ja hinterher noch Untertitel drunter. Bin ja kein Unmensch. Und
verflucht. Und manches ist sehr schwer zu übersetzen. Ich muss mal kurz. So. Nee, warte mal. Nein, geh zurück. Und, ich war ja letzte Woche Mittwoch. War ich im Krankenhaus. Hab eine OP gehabt. Jetzt fehlen mir 80% von meinem Magen. Ha! Wenn nicht mehr, ich weiß es nicht, wie die das rechnen. Naja, jetzt fehlt mir ein Großteil meines Magens. Ich kann kaum noch was essen. Momentan darf ich nur flüssig essen. Samstag, letzte Woche Samstag kam ich raus. Ja. Es war echt ein Erlebnis. Ich kann auch jetzt nicht mehr essen und trinken gleichzeitig. Also, wenn ich was esse oder trinke, muss da immer mindestens eine halbe Stunde zwischenliegen, bis ich das jeweils andere wieder machen kann. Das ist hart, weil nach dem Essen habe ich generell immer Durst. Yoshi! Den Apfel. Ja, ja, Checkpoint. Wir wissen's, wir wissen's. Ich muss sie mal kurz hier unten lassen. Kennt ihr diese Videos, wo die Leute, ich weiß nicht, was das ist, aber es ist irgendein Mario World Hack oder sowas. Aber kennt ihr diese Videos, wo die damit halt so richtig so Musik machen? Nee, 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 nicht Mario Composer. Ich meine schon, also, dass die Mario da so automatisiert rumlaufen lassen. Nee. Ich meine, ja, aber es ist halt inoffiziell. Und, mit den Soundeffekten von den ganzen Items und so spielen die an Musik und so. Das ist echt interessant. Mal überlegen, wie lange soll ich die Folgen machen? War nicht allzu lange, das wird langweilig, schätze ich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja doch ein bisschen froh, dass es hier nicht so Collectibles gibt. Also ja, die Drachenmünzen,
Aber jetzt nicht sowas wie in Yoshi's Island. Ach, verfluchte Scheiße. Nein! Yoshi! Und so. Warum bin ich dumm? Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also halt nicht so wie in Yoshi's Island mit den Blumen und den roten Münzen und den Sternen. Weil ich bin so jemand, wenn ich nicht alles habe, wird's unangenehm. Dann versuche ich krampfhaft da doch noch alles zu bekommen. Das ist, das raubt mir teilweise den Spielspaß. Ach, verflucht noch eins. Nein! Weil ich habe dann auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, das Spiel ist für Jüngere gemacht. Hauptsächlich. Und das soll dann auch nicht allzu schwer sein, das hinzukriegen. Aber jetzt ist mein Controller fast leer und ich weiß nicht, wo ich das Kabel hingeschmissen habe. Na, bis zum Ende der Folge sollte es aushalten. Ha? Natürlich habe ich Joy-Cons, aber mit dem Controller geht's besser. Ja gut, da geht Yoshi hin. Kriege ich hin. Schleich dich. Ja, diese Drachenmünzen, die zählen halt nicht, so. Wie die Blumen in Yoshi's Island oder sowas. Soweit ich weiß. Checkpoint. Ja, ja. Hey, ich habe eine Binärzahl als Punkte. 1-0-1-0-1-0. Was weiß ich? Ich kann kein Binär. Welche ist es denn? Eins null eins null eins null. Was? 42! Ja, nice. Komm, einer geht noch. Einer noch. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Also so Jump'n'Runs, da hast du mein Kinder-Ich immer glücklich machen können. Ich wollte immer Jump'n'Runs haben. Ah, das war knapp.
Ich hatte auch nur Nintendo-Konsolen, ne? Also, das erste andere, was ich hatte, war eine PlayStation 2 und da hatte ich nicht sehr viel für. SingStar hatte ich dafür und Final Fantasy X. Sonst nichts, glaube ich. Oh, ist das Level schon vorbei? Naja. Ja gut, mit dem Schloss machen wir das nächste Mal weiter. Danke fürs Einschalten. Liken und abonnieren nicht vergessen. Zwinker, zwinker. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Ja, ja. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei meinen Twitch-Streams auch mal vorbeischaut, auch wenn die gerade aus Gründen nicht stattfinden können. Nicht wirklich. Internetprobleme und so. Aber ich versuche eine Lösung zu finden. Irgendwie. Ja, allermindestens gibt's mittwochs immer Mario Kart. Das lasse ich mir nicht nehmen. Also. Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.